Hallo ihr Lieben, ihr wollt mal für eine Strandparty oder für einfach so einen schönen Tag am See oder am Strand mal so richtig was aus euren Haaren machen, mal so richtig peppig und einfach nicht nur ganz die normalen Beachy Waves haben, dann ist dieses Tutorial genau das Richtige für euch. Und zwar zeige ich euch, wie man ihr diese Waves hier, diese Wellen kreiert und wie ihr mal so richtig ein Bild aus der Reihe tanzen könnt, indem ihr einfach diese pinken, es sind zwei verschiedene Pinks, ein Neon und ein normales Pink, diese pinken Spitzen oder Highlights kreieren können. Und das Allerbeste ist, wenn es euch nicht mehr gefällt, ihr wascht es einfach aus, weg. Ihr müsst euch nicht da irgendwie ewig lang überlegen, pinke Haare, ja, nein. Sondern es einfach nur mal für einen Abend ausprobieren. Und eurer Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Ich finde, bei Blond sieht einfach Pink super aus. Und naja, ich habe auch jetzt pinke Nägel, pinke Lippen. Finde ich, hat das jetzt am besten gepasst. Und ja, was ihr braucht, ist einmal dieses Gerät von Remington, das ist zum Wellen machen. Eine Haarbürste, ein Clip und dann so ein Pinsel. Ist nicht unbedingt notwendig, wenn ihr einen habt, ist super. Und dann zwei Unterteller. Je nachdem, wie viele verschiedene Farben ihr möchtet, so viele Unterteller braucht ihr. Und dann benutze ich für die Farbe von Kiko die Pigmente. Und es nennt sich Pigment Loose Eyeshadow. Und es kostet, glaube ich, um die 5 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Könnt ihr in jedem Kiko-Laden oder ich glaube auch online erwerben. Und ich habe jetzt hier einmal die Farbe 15 und die Farbe 20 Fluo. Das ist dieses fluoreszierende Pink, Neon Pink, das ist, leuchtet auch im Schwarzlicht, also finde ich für die Disco ist es noch cooler. Und das ist einfach so ein dunkles Pink mit Schimmer drin. Und dann braucht ihr noch irgendwie ein flüssiges Haarstyling-Produkt. Ich nehme am liebsten so eine Haarstyling-Creme, die ist jetzt von L'Oreal Everstyle Smooth and Shine Cream heißt die. Die finde ich zum Beispiel dafür total super, weil dann bleiben halt auch die Wellen erhalten. Könnt aber auch zum Beispiel ein Hitzespray nehmen, das ist ein bisschen flüssiger. Je nachdem, mit was für einer Textur ihr lieber arbeitet. Ich finde mit dieser Creme, das finde ich ganz super, weil wenn das jetzt mit den Pigmenten anmischt, wird das wirklich wie so eine richtige Haarfarbe, lässt sich super einarbeiten. Das trocknet auch schnell und hält dann auch die Textur, die man vorher jetzt mit dem Lockenstab eingearbeitet hat. Dann, viel Spaß bei meinem Tutorial. Vergesst nicht unten zu liken und ja, habt Spaß beim Ausprobieren. Tschüss! Das war es jetzt erstmal mit dem Wellenmachen. Ging eigentlich doch recht schnell, finde ich. Es geht jetzt auch nicht darum, es geht einfach nur, dass das Haar so ein bisschen so eine beachige Textur bekommt, wie wenn es am Strand luftgetrocknet wäre, nachdem man im Salzwasser gebadet hat. Und jetzt werde ich den Computer mal ein bisschen verschieben, sodass ihr dann alles besser seht, wie es weitergeht. So, letztes Mal. Ui, mit der wollte ich mich gerade sagen, da schon runtergefallen. So passt es aber wunderbar.
Gut. Erzählt ihr das auch, wie das rauskommt? Also ich finde, es ist auch an sich schon eigentlich ein ganz cooles, ein ganz cooler Hairstyle. Am besten jetzt über Kopf noch ausschütteln, so die Hände so ein bisschen rein. Dann gibt das Ganze noch so ein bisschen mehr Textur. Scheitel wieder suchen. Super. Das ist eigentlich schon, also ich finde es echt, es geht echt super schnell. Und, aber jetzt geht es erstmal noch richtig cool weiter. Und zwar kommen jetzt quasi unsere Highlights. Und wie ich schon gesagt habe, braucht ihr diesen Kamm. Da ist nicht, also ist es besser mit dem, wenn ihr keinen habt, forget it, so drin wichtig ist er nicht. Dann braucht ihr so viele Unterteller, wie ihr Pigmente habt. Und zwar, ich habe noch ein grünes, aber als grün finde ich es damals naja, nicht so toll zu blondem Haar irgendwie. Deswegen habe ich einmal dieses dunkle Pink und dann dieses Neon Pink hier. Und dann jede beliebige Styling Cream geht. Also ich habe jetzt Smooth and Shine Cream. Ihr könnt auch ein Serum nehmen. Alles, was einfach quasi fürs Haar gedacht ist und eine cremige, wässrige Textur. Also ihr könnt auch einfach ein bisschen, also ich habe ein Haarspray probiert, da funktioniert es nicht ganz so toll. Aber zum Beispiel ein Hitzespray würde zum Beispiel auch gehen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar nehmen wir jetzt mal das dunkle Pigment, was zum Beispiel bei dunklen Haaren finde ich auch total schön blau. Gelb gibt es auch. Und zwar, also es ist jedes Pigment funktioniert da. Die sind jetzt von Kiko, finde ich, die habe ich normalerweise eben nicht zum Haare färben, sondern eigentlich zum Schminken. Und ich finde die super, die sind auch nicht teuer. Jetzt nehme ich da mal ein bisschen, dass ihr das seht, einfach mal ein bisschen Produkt auf meinen Teller. Dann wieder zuschrauben, weil wenn dann doch irgendwie, wenn man was umstößt und dann hat man dann eine ganze Dose Pigmente auf dem Boden, wäre nicht nur schade um die Pigmente, sondern es ist auch echt eine Sauerei, das wieder wegzuputzen. So, dann nehme ich noch mal Neon. Ah, ich finde das so super. So, da ist mein Neon. Ja, ihr seht das alle nicht so gut irgendwie, glaube ich. Also hier noch mal der Unterschied zu den Farben. Und jetzt, na, jetzt habe ich schon auf dem Rock, ne? Da hätte ich mir vielleicht besser ein Handtuch holen sollen. Also ihr zu Hause, nehmt bitte ein Handtuch, ne? Nicht, dann habt ihr nicht so eine Sauerei wie ich. Dann ein bisschen von der Styling Lotion. Tröpfel ich hier drauf. Ein bisschen mehr. Und ein bisschen hier in die dunkle Farbe rein. Die Sonne heute. Yes, Gott, erstens beschweren wir uns auch mal. Und wenn ihr so ein paar Tüchlein dabei habt, ist noch besser. Und dann einfach mit dem Ende von dem Pinsel mache ich da einen Matsch draus. Ihr könnt es auch mit dem Finger machen. Das wäscht sich schon wieder weg, dauert nur ein bisschen. Also ich habe das gestern, wo ich es ausprobiert habe, wie gut es funktioniert, mit den Fingern angerührt und heute ist wieder weg. Aber ich habe schon mehrfach die Hände waschen müssen, auch mit Make-up-Entferner, bis das wieder weggeht. So, dann habt ihr hier jetzt die Masse. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und zwar nehme ich jetzt das ein bisschen, push das so in die Mitte, dass es nochmal alles schön zusammen ist. Und dann seht ihr, habt ihr richtig, sieht schon aus wie richtige Haarfarbe eigentlich. So, und jetzt kann sich aussuchen, wo man das gerne hätte. Also ich nehme jetzt schön mal die Strähne. Da habe ich noch ein bisschen was vom Ende dran. Und dann die Strähne festhalten. Und einfach mit dem Pinsel durchfahren. Cool, oder? Ich finde das so cool. Und da könnt ihr jetzt einfach beliebige Strähnen nehmen, die
die einfach immer ein bisschen drehen. Ihr könnt natürlich auch, es ist natürlich auch sehr praktisch, wenn ihr Einmalhandschuhe nehmt, hatte ich jetzt aber nicht. Dann einfach mit den Fingern das ein bisschen eindrücken noch. So. Und das Coole ist, wenn ihr diesen, durch diesen welligen Style, finde ich, kommt es natürlich noch ein bisschen besser sogar raus, wie wenn ihr die Haare jetzt irgendwie glatt hättet. Bei glatt sieht zum Beispiel auch sau cool aus, wenn man alle Spitzen macht. Na, könnt, seht ihr das einfach? Könnt ihr auch einfach so drüber gehen, die Hand dahinter halten. Noch, finde ich. Ja, und da könnt ihr wirklich euer, sag ich mal, eure Kreativität freien Lauf lassen. So. So sieht meine Hand schon mal aus. Jetzt wische ich mir jetzt mal kurz nur um trocknen. Und dann geht das Ganze nämlich jetzt zu der dunkleren Farbe. Und ihr könnt zum Beispiel da auch einen graduierenden Verlauf machen von dunkel weiter oben zu hell weiter unten. Wenn ihr zum Beispiel alle macht, dann sieht es zum Beispiel auch so ein bisschen nach einem Ombre-Look aus. Und so, jetzt einfach die Farbe anmischen. Ihr seht, die ist definitiv dunkler. Und die ist vor allem, dass auch sehr viele Schimmerpigmente drin sind, sehr schön schimmernd. So. Also, und hier machen wir einfach dasselbe Spiel. Und die Stylingcreme hilft halt auch, dass die, die Locken bzw. diese Beachwellen, dass das alles beibehalten wird und nicht sich irgendwie verflüchtigt. Wenn es nur Wasser nimmt, dann kann es natürlich auch passieren, dass sich das ganz schnell aushängt durch die Feuchtigkeit. Aber mit dieser Stylingcreme passiert es eigentlich nicht. Kann es auseinanderzupfen. Und hier noch. Könnt ihr echt quasi eurer Kreativität freien Lauf lassen. So, jetzt mal das letzte bisschen Farbe noch. Könnt ihr zum Beispiel, ich werde jetzt mal hier oben eine noch machen. So. Wunderbar. Und so sieht es dann. Seid ihr eigentlich schon fertig? Lasst es trocknen und perfekt. Für einfach mal so einen Party-Look, der mal was anderes ist. Beach-Look auch finde ich für eine Strandparty total cool. Können dann noch so ein bisschen durch die Haare, das mache ich ganz gern, hier hinterstecken. Einfach mit so einem Pin. Zack. Und schon habt ihr eine echt coole Strandfrisur. Oder auch für eine Strandparty, die halt echt mal echt was hermacht, finde ich, mit dem Pink. Und könnt ihr echt alle, also Kiko zum Beispiel hat alle Pigmente in allen Farben, auch MAC-Pigmente, hervorragend. Da könnt ihr echt alle Farben nehmen, auch zum Beispiel so einen Bronzeton, wenn ihr dunkle Haare habt. Oder auch bei blonden Haaren. Echt, eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und jetzt gehe ich Hände waschen und wünsche euch viel Spaß mit dem Look. Vergesst nicht, unten zu kommentieren, wie es euch gefallen hat. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren bitte. Tschüss!